Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Heute geht's nochmal, endlos, es geht immer wieder um gleiche Themen, um dieses Umgewöhnen. Ist wirklich ein Umgewöhnen, weil wir sind gewöhnt da drin, dass wir etwas machen, wir machen A, um B zu kriegen. Ich hatte das gesagt mit der kristallinen Intelligenz, also mehr auch so auswendig lernen, ich habe das gelernt, zu in einem Prozess sein, mit einer Zielrichtung und man erzielt da Ergebnisse, die sind aber eher am Wegesrand. Es gibt manchmal auch so Selbsthilfebücher oder Erfahrungsberichte über Piloten oder Hochleistungssportler. Und was die berichten, ist eben das, die bringen die höchsten Ergebnisse, die höchste Leistung, wenn sie nicht mehr auf diesem A nach B sind. Ne? Also nicht antreten, um den besten Preis zu kriegen oder die höchste Leistung, um die beste Medaille zu kriegen oder sowas, sondern wenn sie einfach jetzt bei einem Wettkampf oder sowas sind und Spaß dabei haben an dem, was sie tun, sie haben geübt mit der gleichen Einstellung, ne? Und erzielen dann Höchstleistung, weil die nicht so zielgerichtet sind. Die sagen, ich gehe dahin, wenn es gut läuft, kriege ich eine Medaille, wenn nicht, eben nicht. Und so ähnlich ist das mit der Meditation. Also das steht einem immer wieder im Wege, weil man da einfach dran gewöhnt ist, dass man so dran geht. Dass man sagt, ich mache Meditation, um zu kriegen. Das hat Vorteile, ist ja wissenschaftlich untersucht zumindest ein paar Ergebnisse gibt es da. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Also Verlängerung der Telomere, also man wird wirklich jünger wieder, ne? Physiologisch. Diese Resilience, also man ist nicht mehr so leicht aus der Ruhe zu bringen. Aber das sind Nebeneffekte. Und das Doofe ist, das ist ein Hindernis in der Meditation. Also wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte das erreichen oder zum Beispiel so eine Vertiefung, dann taucht die nicht auf. Ich kann nur die Umgebungsbedingungen herstellen, um in die Richtung zu kommen und dann entsteht es oder nicht. Zum Beispiel das innere Lächeln oder eben diese Jhanas, also Vertiefungen. Deswegen macht es wenig Sinn, so nach der Nützlichkeit zu fragen. Generell schon. Ne? Also Meditation, wofür ist das gut? Aber in erster Linie sollte man das bei sich selber erfahren und nicht, weil man es irgendwo gelesen hat. Das ist wichtig. Also dann wird das zu Selbsterkenntnis. Das, was ich die ganze Zeit sage. Dann die Sache von dem Verstehen. Ich verstehe das. Jeder fängt so an. Er sucht immer irgendwie das zu verstehen. Aber dieses Verstehen ist der Affengeist. An dem ist nichts schlecht. Wir brauchen den. Das ist dieser Verstand. Ich denke, also bin ich DK. Bloß den kann man nur benutzen, um eben so eine intentionale, eine Absichtsrichtung einzuschlagen, den Verstand zu benutzen, um die Umgebungsbedingungen kennenzulernen und einzurichten. Dafür ist er gut. Ja. Aber halt zum Beispiel das innere Lächeln verstehen, man kann das nur erleben. Also so das Entstehen lassen. Ich habe eingangs gesagt, das sind Fragen, die man besser mit jemandem unter vier Augen bespricht. Ich habe das jetzt generell
umrissen, aber manchmal ist einem das peinlich, ja, weil die anderen fangen auch erst an. Wenn du weiter bist auf dem eigenen Weg, dann gibst du immer mehr dieses Bewerten auf. Ne? Also zu sagen, ich bin weiter als der oder der hat ja noch nicht oder, ne? Also das fällt alles weg, dann ist das nicht so wichtig. Aber am Anfang ist es schon wichtiger, dass man das ein bisschen aus der Gruppe nimmt. Ja, dass man dann auch nochmal kurz bespricht, wie hast du das gemeint und so. Also es wird auf dem Weg immer wichtiger, entweder wirklich viel zu lesen. Ja, ist auch gut. Ja, also wenn man sagt, ich will das mit so einem Lehrer oder mit einer Lehrerin, das mag ich nicht. Oder ich finde gar keinen, bin so weit weg. Oder alle, die ich jetzt kennengelernt habe, die... Oh, denen kann ich nicht vertrauen oder die mag ich nicht oder so. Dann ist man auf sich selbst gestellt. Man kann das auch machen, aber man muss dann wirklich viel, viel lesen. Muss auch rumgucken, was hilft mir. Neurowissenschaften bis Religionstexte und so. Also anfangs ist erstmal, das hatte ich bei dem, bei diesem, ich will etwas schöner denken. Ne? Also diese Literaturliste. Also Lao Tse, Tao Te King, Zhuang Zi und das dünne Heftchen, wo der Thich Nhat Hanh vorne reingeschrieben hat, das ist eine gute Übersetzung, eigentlich auch nur noch ein ganz winziger Teil, aber das ist ganz nett. Ja. Also so als Eingang, um irgendwie damit umzugehen, aus dieser asiatischen Traditionsrichtung, dass der Verstand auch was zu tun kriegt. Und jedes Mal, das machen wir jetzt, rumsitzen, jedes Mal immer wieder dran zu denken, das ist ein Prozess, den wir einüben. Ja, verstehen, man kann ihn durchdringen, das ist eine andere Art von Verstehen. Also Weisheit ist meiner Ansicht nach so eine ganz körperliche Art des Verstehens. Genug. Man kann das endlos ausweiten. Lasst uns einfach mal unter diesem Aspekt, dass das ein Prozess ist. Wir sind jetzt hier und nehmen wahr, was jetzt hier ist, ohne was zu erwarten. Mit einer Rückmeldung, wenn dieses innere Lächeln oder wenn so eine Art Zufriedenheit erstmal entsteht, dass man merkt, oh, okay, meinem Körper geht's gut. Mein Geist ist nicht aufgewühlt. Das scheint die richtige Richtung zu sein. Und dann kommen auch noch diese Gefühlswetterlagen dazu, die man immer mehr lernt wahrzunehmen. Einfach auf das innere Wetter achten. Ich fange wirklich immer erst mit dem Körper an. Machen wir mal eine Qigong-Variante, die Energietore, also erst die Fußsohlen und die Handflächen fühlen. Dann die Fußgelenke und die Handgelenke. Ja, ist das durchlässig? Keine abstrakten Geschichten. Ja. Mit der Zeit, mit den Jahren kann man langsam fühlen, ob eben Nerven, Blut, Lymphe gut fließt, dass sie offen sind. Am Anfang ist es schon gut, erstmal diese Bereiche kennenzulernen und da mehr Obacht drauf zu geben. Handflächen, Fußsohlen, Handgelenke, Fußgelenke. Und dann die Ellenbogen und die Knie. Die Knie durch und durch spüren dauert wahnsinnig lange, Jahre. Und das ist gut so. Wir sind nie fertig, immer was Neues zu entdecken. Sind die durchlässig? Kann ich mich ein bisschen bewegen? Auf dass die sich gut fühlen, gut anfühlen. Und dann der Schulterbereich, sogar unter den Achseln, die Ansatzpunkte der Arme an den Torso und die Beine auch. Leistengegend bis hintere Po-Bereich, ringsherum.
fühlt sich das so an, als ob das durchlässig ist. Dann der Hals und der Rumpf, im Rumpf, durch Atmen, vollständiges Atmen. Und der ganze Bauchbereich mit all den Organen, fühlt es sich da gut an? Dann das vollständige Atmen. Länger ausatmen zum Beruhigen. Bei Müdigkeit kürzer ausatmen, mehr einatmen. Kann noch, wie gesagt, das zeigt sich von selber, es rückt von selber in den Vordergrund, die Stimmung, die Gefühle, Stimmung und der Geist, der viele Gedanken an gestern, an morgen, an gleich und dann eben immer wieder zum Atem, zum Jetzt, zum Hier zurückkommen und den Prozess wahrnehmen, den Prozess von Wahrnehmung. Und immer mehr zu lernen, aus dieser inneren Ruhe, der Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Gelassenheit im Wege steht und da weise zu lernen, ohne was zu wollen. Eine Minute mit dem, was da ist. Und dann ohne Monolog rekapitulieren, wie war das eben? Drei Atemzüge lang. Das ist wirklich eine Frage ins Nichts. Und dann langsam die Augen öffnen und wirklich dankbar dafür sein,
dass man jetzt wirklich mal 7 Minuten nichts machen musste. Man wirklich am Tag mal so die Zeit sich nehmen darf für sich. Ist ungeheuer wichtig, also für manche Leute, die so rumsitzen. Meditation. Vielleicht merkt ihr auch, dass es so eine andere Stimmung gibt, unter der man dann nochmal diesen Aspekt beleuchten kann. Von ich mache etwas, um etwas zu kriegen. Weil ihr wisst, also ein paar Leute, der Andreas auch, machen auf der Wiese halt spezielles Qigong, spezielles Yoga. Die Tai Chi Peking Form, also langsame Bewegung. Und da gibt es eben wirklich Leute, die sagen Yoga für den unteren Rücken, Qigong für die Lunge oder irgend sowas. Das ist ja, ich mache A, um B zu kriegen. Ich mache das nicht, weil ich weiß, erstens, so ein 3-Minuten-Ding einmal und dann nie wieder ist eingebildet, ist ein Placebo, ist vielleicht ganz gut so mal, aber also ich mache das so nicht, weil eben die Grundeinstellung ist schon falsch. Ja, eben dieses A nach B, dann ist es eine Praxis und dieses ich mache, um zu kriegen, verstellt einem auch noch den Blick auf den Prozess, also aufs Machen. Man stellt sich was vor, das hilft manchmal. Ja? Im Qigong hat das auch ein bisschen Tradition, aber dann muss das ein Meister quasi ansagen und dann macht er das nicht immer wieder mit den gleichen Schülern, sondern das wird benutzt, um die Richtung mal zu zeigen und dann wieder beiseite zu legen. Weil in erster Linie geht es dann auch darum, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufmerksamkeit, was habe ich gesagt, auf den unteren Rücken zum Beispiel lenken. Ja? Wenn es Übungen für den unteren Rücken sein sollen. Und dann werden die nicht mehr so wichtig, welche das sind. Man kann natürlich Bewegungen dann machen, die den unteren Rücken bewegen, vorsichtig. Ja? Aber in erster Linie geht es um die Aufmerksamkeit. Das heißt, ich kann sehr viele Übungen machen und einfach nur sagen, lenkt eure Aufmerksamkeit auf den unteren Rücken. Das ist unser heutiges Thema. Ja? Und dann geht es den Leuten im unteren Rücken auch besser, weil sie ihn freundlich, aufmerksam und gelassen bewegt haben. Also weg auch da von, ich mache um unteren Rücken, ne? Zu lösen oder weniger Schmerzen zu haben, zu ich bin in einem Prozess des Bewegens und bin freundlich, aufmerksam und gelassen, jetzt und hier mit mir, mit meinem unteren Rücken in dem Fall. Ja. Und dieses Umschalten, also erstens, ne, ihr merkt, es ist nicht nur beim Sitzen der Meditation ein Thema, sondern eben auch von zentraler Wichtigkeit bei physischen Bewegungen, bei den langsamen. Also dass dieses Sitzen mit diesen langsamen Bewegungsarten ungeheuer viel zu tun hat und wichtig ist. Ja? Dass man lernt, ich mache das nicht, um zu kriegen, sondern, oder ich kann das schon, oder ich kann das nicht, sondern ich bin freundlich, aufmerksam und gelassen in Richtung dieses inneren Lächelns mit mir. Nehme wahr, was da ist, wenn Schmerzen oder Druck da ist, bin ich behutsamer, freundlich mit mir, ne? Sanft. Dann mache ich die nicht mehr so stark, diese Bewegung. Oder mache, also ich begebe mich in eine schmerzfreie Position und lerne dann langsam darüber, wie ich mich schmerzfrei oder druckfrei bewegen kann. Ne? Langsam, immer komplexer. Und das ist das, was der Körper will. Und wie gesagt, das will der Geist auch. Also die Bewegung, das geht im Sitzen auch. Man hat im Sitzen ab und zu auch
irgendwelche Zipperleien und so, da kommt man auch so dran, freundlich, aufmerksam und gelassen mit der Aufmerksamkeit dahin. Aber für all die Hindernisse eigentlich auch, ja, mit dem RAIN-Prinzip. Also die Aufmerksamkeit auf diese Hindernisse lenken und langsam, ohne was zu wollen, langsam, immer weiser damit umgeht. Ja. Dann dieses Verstehen, kann man Liebe verstehen, kann man Freundlichkeit verstehen, kann man Aggression verstehen. Ist vielleicht nächste Woche das Thema. Genug davon. In diesem Sinne, freundlich, aufmerksam und gelassen, ihr mit euch, ich mit mir, wir mit uns, mit allem, was uns umgibt. Die Richtung ist wichtig, ist in Richtung der Brahma-Viharas, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Gibt es nach Recherche auch in allen Weltreligionen als Richtung zu pflegen, endlos.